Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu MU Legend hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir uns ja unseren Blader hier erstellt und starten jetzt mal die erste Quest. Achso, wir haben ja noch gar kein Spell. Linda, diese Dame vor der Tür ist die Bürgermeisterin. Oha. Der Export von Erzen nach Lorenzia bringt Ruinen schon seit langem Wohlstand. Und jetzt steht Fordu drin einer seiner größten Prüfungen gegenüber. Es tut mir leid, aber das ist nicht mein Problem. Können wir einfach sagen, wie ihr hierher gekommen seid, sobald es jemand sagt, lasse ich euch in Frieden. Bäb, ich will... Geht zur Polizeivorsteherin Elina und schließt einen Vertrag mit ihr ab. Okay. Kommt einfach zu mir, wenn ihr das Aussehen eurer Ausrüstung ändern möchtet. Okay. Ihr wollt euch also als Soldritter verpflichten lassen. Ihr werdet bezahlt nach der Art eurer Aufträge. Seid gewarnt, diese Arbeit kann euch das Leben kosten. Ihr seid der Ritter, den Linda im Amberwald gefunden hat. Ich war in diesem Wammel, mit eurer Rettung hat sie ihr Leben riskiert. Ihr solltet ihr dankbar sein. Zivilisten und Fahnenritter. Ja, ihr seid ein Ritter. Ich nehme also an, ihr wollt für uns die Polizei arbeiten. Richtig. Nein, nicht wirklich. Ich habe sofort Arbeit hier als freier Auftragnehmer für die Polizei, Dudrin. Aus irgendeinem Grund sind die Wildtiere des Emberwalds in letzter Zeit außerordentlich aggressiv. Darunter sind auch Dunkelspinnen. Mutierte Waldspinnen, die sich immer wieder in die Stadt einschleichen. Euer erster Auftrag ist, Dunkelspinnen zu töten. Okay, okay. So. Gut. Was wir jetzt noch schnell machen, wir lunchen nochmal. Das war ja in der ersten Folge noch alles gesperrt hier. Das war... Das haben wir aber noch in der letzten Folge gesehen. Das ist der Seelenbaum. Was haben wir hier? Die Fertigkeiten. Fertigkeitenfenster. Du kannst diese Information einer Vielzahl von Fertigkeiten ansehen und Fertigkeitssiegel ausrüsten. Du kannst in Level 25 und 45 Spezialfähigkeiten erhalten. Okay, Level 2 schalten wir zur Malmung frei. Level 4 Drohgebrüll. Dann können wir dann... Aha, okay. Und die dann... Selbst. Inventar uninteressant. Begleiter. Begleiter verwalten. Combat Power 3. Wird ein Begleiter aufgerüstet, bringt er dem Spieler zusätzliche Werte ein. Du brauchst Aufrüstungspunkte, um einen Begleiter aufzurüsten. Okay, wir haben noch keinen Begleiter. Quest brauchen wir auch nicht. Machen wir zu hier. Errungenschaften. Wenn du eine Errungenschaft abschließt, erhältst du Errungenschaftsbelohnungen. Du kannst seltene Gegenstände oder Titel erhalten. Das Rift. Das sind die Dungeons. Glaube ich. Oder sind das schon größere Dinger hier? Sieht mir so, ne, werden aufgeladen. Questatlas, Gilde, Weltkarte. Weltatlas. Der Weltatlas unterstützt Autobewegen. Mache einen Rechtsklick auf den Ort, an den du dich bewegen möchtest. Okay, das ist auch ein nettes Feature. Will ich aber jetzt erstmal nicht. Wir wollen noch weiter gucken. Community, nach Gruppe suchen, Ranglisten, Artefakt. Wenn du Level 65 erreichst, kannst du Artefakte herstellen und ausrüsten. Du kannst Artefakte ausrüsten, indem du in Lupas Labyrinth Artefakte-XP sammelst. Das ist so wie in Icarus, dieser Turm, glaube ich. Je höher du kommst, ne? Auf jeder Etage ist ein Boss und du musst dich halt durchschnetzeln. Ich wollte mal wegen der Begleiter. Beschwöre, bitte, beschwöre. Also, gut, wir haben ja noch keinen, von daher... So, wir sollen uns jetzt zu der Tante bewegen. Was haben wir hier? Gildenlagerwächter, Lager, Rüstungshändler, Riftfragmenthändler, Zwergenresistenz, Reiseführer. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Was sagt Linda denn? Hier entlang reisen, ne? Okay.
Das ist der Eingang zum Emberwald. Wenn du eine neue Fähigkeit erlernst, kannst du sie unten im Fertigkeiten-Slot ausrüsten und benutzen. Mache einen Lichtklick auf den Fertigkeits-Schnell-Slot, um verfügbare Fertigkeiten anzusehen und zu ändern. Okay. Wieder rein. Du kannst Begleiter-Aufrüstungspunkte verdienen, indem du einen Begleiter freilädst. Was? Dein wahres Abenteuer beginnt. MU Legend bietet dir eine Vielzahl an Funktionen, damit du schnell und einfach aufrüsten kannst. Um Einzelheiten zu erhalten, klicke auf Mehr. Automoving. Bewegt den Charakter automatisch an den Platz. Mein Rechtsklick auf einen Ort auf der Minikarte oder Welt erlasst. Dein Charakter wird dann automatisch an diesen Ort bewegt. Ja, aber der kriegt unterwegs auch Schaden, ne? Auto aufheben. Du kannst alle Gegenstände in der Nähe aufheben. Wenn du die F-Taste in der Nähe eines fallen gelassenen drückst, hebst du alle Gegenstände in der Gegend auf. Auch nice. Die Alt- und die Umschalttaste sind wichtige. Während du die Alt-Taste gedrückt hältst, kannst du die Benutzeroberfläche steuern und das Menü laden, indem du einen Rechtsklick auf einen anderen Charakter machst. Okay. Latsch mal. Begib dich in den Emberwald. Kann man hier irgendwas machen? Zu sein. Das ist wirklich cool. Okay, ein paar Spideys noch. Übersehen. Fertigkeit, Seelenkiste. Aber wir haben wieder einen Punkt. Kritischer Schaden. Kritischer Schaden. Anwenden. Okay. Fertigkeit. So, was haben wir denn? Zerstückelung. Fertigkeit Siegel. So, bin ich ja? Krieg ich sie gerade aufs Maul hier? Verstehe ich das irgendwie noch nicht ganz. Okay, jetzt verstehe ich es. So, das war jetzt Zermalmung. Das ist Zerstückelung. Wie setze ich das denn jetzt in die Leiste, liebe Leute? Liebe Leute? Ah ne, das... Stopp. Das ist einhändig. Das ist Blutraub. Den haben wir doch schon. Klassenfertigkeit. Okay, wir können gar nichts, ne? Sehe ich das richtig? So noch ein bisschen rum hier. Okay, jetzt gehen wir davon aus, wie ich das anzeige, ist der rote Diamant hier unten links.
Erfülle deinen ersten Auftrag. Haben wir gemacht. Okay, was ist das hier? Städtisches Teleportalgerät. Also. Jetzt laufen wir da mal automatisch hin. Mal sehen, ob wir angegriffen werden unterwegs. Okay, Explore. Okay. So. Kane. Und noch ein teurer, möglicherweise nutzloser Soldritter. Hoffentlich taugt dieser hier etwas. Okay, XP, XP, XP. Aha, Seelenlevelanstieg. Wenn dein Seelenlevel ansteigt, verdienst du Seelenpunkte. Diese kannst du auf mehrere Werte in der Seelentruhe verteilen. Erstattet Bericht. Sind alle tot. Ihr seid beeindruckt. Ihr habt 3 Dunkelspinnen erschlagen und das Ganze ohne Erfahrung. Wie wäre es mit einem etwas gefährlicheren Auftrag? Je höher das Risiko, desto besser die Bezahlung. Die mutierten Spinnen vermehren sich wie Karnickel. Wir müssen die Eier zerstören, um ihren Bestand zu dämmen. Tötet Netzwerber und zerstört ihre Eier. Wenn ihr fertig seid, helft Royce von der Spezialeinheit. Er versteckt sich im Süden des Waldes. Was tut ihr, wenn euer Soldat die ganze Menge für euch übernehmen? Die königliche Armee, bliblablub. Ist ein Problem annehmen. So. Können wir hier irgendwas kaufen oder so? Was kann ich für euch tun? Nix. So. Ihr seid noch friedlich, ne? Ne, seid ihr nicht. Okay. Weil an die Steuer, muss ich sagen, kann man sich echt schnell gewöhnen. Das ist, Was ist los? Was ist hier los? Kill-Combo. Okay, wir können also Kill-Combos kriegen. Kommt ihr mal mit? Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Nur Eier zu stören, oder nicht? Okay. Eierlies. Eierlies. Explorer, da ich ihre Eier zerstört habe, sollte ihre Zahl für eine Weile zumindest nicht steigen. Gut, was sollen wir noch machen? Töte Netzweber. Da oben. Nein! Das gibt schon so Punkte. Alles gut, mein Freund. Das war's schon. Sind wir schon wieder durch hier? Kommt immer nur einer mit, ne? Winziger Erholungstrank. Wo
müssen wir hin? Müssen wir hier unten hin? Lohnt sich das Erkunden hier? Ich denke hier in dem Gebiet noch nicht, oder? So. Hallo? Wie sollten der schon reiten? Mal welches Level hast du, Kollege? Wusch. Weiter geht's. Müssen hier unten hin. Okay. Was ist denn dieser Soldritter hier? Ich traue Soldrittern nicht. Geht ihr euren Weg, ich gehe dem meinen. Kalin hat mich geschickt. Polizeimeister Kalin hat euch geschickt. Ah, tut mir leid, wenn ich unhöflich war. Heutzutage will jeder Trottel ein Soldritter sein. Wegen des Geldes. Ja, ja, ja. Ich bin hier die Mutanten. Ich habe gerade einen Spinnenhut ausgemacht. Eine Spinnenkönigin gibt es dort auch. Sie versteckt sich im Süden des Waldes, umgeben von ihren Wächtern. Solange sie lebt, wird es kaum helfen, die Spinneneier zu zerstören. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Als Speer hat man es nicht leicht. Ihr seht so aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Ich werde mich um die Spinnenkönigin kümmern. Oh, dann gibt es sogar Rüstung. Jo. Dann gehen wir mal lunchen. Die gute Stille ist. Ich wollte aber noch mal eben einen Teil gucken. Die Schlacht am Geisteraltar beginnt in 5 Minuten. Die Grafik gefällt mir irgendwie, weiß ich nicht, als wenn da irgendwas fehlt. Vollbild. Cursor festlegen automatisch. Bildschirmhelligkeit. Grafikkammer höchste. Hoch, durchschnittlich, Benutzer definiert. Alles auf volle Pulle. Ja, dann kann man nicht mehr machen. Schade. Ich finde die Grafik schon nicht schlecht, aber das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, schwammig oder so, ne? So wischiwaschi, weiß ich mal. Okay, wir müssen hier rein. Das scheint es jetzt zu sein. Wir sollen jetzt zurück, glaube ich. Okay. Dann latsch mal dahin, mein Freund. Die Schlacht am Geisteraltar. Ja, und der Kampf gegen die Spinnenkönigin war sicher nicht leicht. Joop. Nein, war schwer. Sammelt ein paar mutierte Spinnenbeine und bringt sie zu Leo, dem Kommandanten der königlichen Armee. Ihr arbeitet für die Polizei. Warum nehmt ihr die gegen das Land Druiden ist das Herrschaftsgebiet des Königs Lorenzia, dem mächtigsten Staat auf den Kommentaren. Spinnenbeine. Mal los hier. Sehe ich das richtig? Wir haben gerade einen blauen Bus gekriegt. Ich weiß gar nicht. Nur auf den Namen gelohnt. Ich habe jetzt nicht auf den Chat geguckt. Wer bist du denn? Okay. Dann
Ich mal dahin. Guten Tag. Ihr seid nicht von der Polizei. Also das Wort Polizei kommt hier ziemlich oft vor. So. Ich habe die Polizei um Spinnenbeine gebeten und anstatt einer der ihren schicken sie einen Soldritter, faule Bastarde. Die Polizei hat ihr Ende voll mit dem Kampf gegen die Mutanten zu tun. Ich habe eine Spinnenkönigin getötet, um ihnen zu helfen. Dann seid ihr der berühmte Ritter, der allein gegen den geschlagen hat. Ich dachte, ihr wärt ein Landstreicher. Was? Wie würde es euch gefallen, euch die königlichen Armee Laurentius zu verpflichten? Fähige Krieger wie euch kann man immer brauchen und ich kann euch mehr zahlen als die örtliche Polizei. Es interessiert mich nicht, wer ihr seid, solange ihr nur zahlt und dass meine Erinnerung zurückbekommt. Ja, genau, wir sind ja wir wissen nichts mehr. Dass wir mal Level 100 waren und einer der größten Krieger dieser Welt. Ja, ein paar Professoren, um dieses Erz zu investieren. Ich habe sie hinsichtlich der Situation im Emberwald gewarnt, aber sie haben darauf bestanden, ihn sich anzusehen. Natürlich wurden sie von den mutierenden Spinnen gebissen. Blub. Die Polizei riskiert im Leben. Ich weiß nicht, die Polizei, das passt irgendwie nicht ins Spiel. So. Gut, Kinders, dann machen wir aber jetzt hier einen Cut. Wir sind bei 21 Minuten. Die Schlacht am Geisteraltar hat begonnen. Wo ist denn der Geisteraltar? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier ist noch eine Quest, oder was? Westlicher, geheimnisvolle Höhle, Weißbecken, Wald... Rift, das ist ein Dungeon. Rift. Keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht in dem Gebiet hier. Dann reden wir mit ihm noch. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Für einen Laurentius-Soldaten ist er sehr freundlich. Natürlich, sagt mir, was ihr braucht. Am Chorsee gibt es eine Frau namens Rosa. Sie ist eine Priesterin des Rutgard. Ich habe gehört, es geht ihr nicht gut. Könntet ihr Schamainnereien besorgen und zu ihr bringen? Sie werden seit jeher zur Reinigung des Körpers eingesetzt. Und wenn ihr diesen Brief noch geben könntet, das wäre sehr wichtig. Okay. Machen wir doch, Kollege. Nichts lieber als das. Aber dann schauen wir nochmal eben ins Invent. Ne, wir müssen noch einen Fertigkeitspunkt. Was können wir denn jetzt hier? Können wir hier irgendwas machen? Wir können nichts machen. Ich weiß nicht, was. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wo ist denn die Seelenkiste? Da können wir Punkte vergeben. Physischer Angriff, kritischer Schaden. Erhöht physischen Angriff, erhöht kritische Rate. So, Hammer. Okay, Hammer. Inventar. Was haben wir denn gekriegt hier? Winziger Erholungstrank, städtisches Teleportalgerät. Stein des Lebens, ein Wiederbelebungsstein, der Lebenskraft enthält, ermöglicht sofortige Auferstehung, verleiht einem mächtigen Wiederheber und repariert deine Ausrüstung. Kann nicht abgelegt werden, kann nicht gelagert werden, kann nicht gehandelt werden, kann nicht zerlegt werden. Skelettkrieger. Mit Rechtsklick. Begleiter registrieren. Diesen Begleiter registrieren. Registrierte Begleiter können in der Begleiteransicht angesehen werden. Registrierte Begleiter können nicht gehandelt werden. Registrieren und ho. Und O, was heißt das O? Okay, den müssen wir jetzt hier reinziehen. So. Okay. Oh, was ist das? Drogebrüll. Wo kommt der Zauber jetzt her? Ich bin verwirrt. Trainingsschwert. Einhandwaffe. Ich trage jetzt Zweihandwaffe. Einhandwaffe, was ist das? Kampfkraft, Stärke 1, Gesundheit 1. So. Sehr schön. Gut, Hammer. Okidoki, Kinders. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und
Was ich vergessen hatte in der letzten Folge und in dieser Folge zu erwähnen, die geschlossene zweite Beta von dem Spiel, die geht nur bis zum 28. Also wenn du es noch zocken willst, anmelden und ab dafür. Mach's gut, tschüss, bye bye und ciao, ciao.